Ja, sehr schön. Gut. Ach cool, das ist richtig gut gelaufen. Nicht übercharged. Und jetzt bin ich gespannt hier, wie die Scans aussehen. Ah, 73%. Ihr seht, das ist ein sehr hoher Prozentanteil. Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Citizen hier mit unserem Commander Bocky. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns natürlich vor unserem Burrito-Stand des Vertrauens auf Crusader L1, denn wir wollen eine Runde mit unserer Prospector drehen. Wir brauchen ein bisschen Geld für unser neues Rennschiff, Racing-Schiff, die Razor. Wir könnten jetzt mit der Vulture losfliegen, aber wir waren lange nicht mit unserem Prospector unterwegs. Deswegen auf geht's. Mal gucken, vielleicht finden wir ein bisschen Quantenium. Das würde den Prozess ein bisschen beschleunigen, bis wir unser neues Schiff haben. Aber wir werden sehen. Ich habe ein bisschen was geändert am Loadout. Das hat aber eher was damit zu tun, dass es ein entspannterer Mining-Trip werden soll. Denn ich habe ein Modul ausgetauscht, beziehungsweise möchte das Modul jetzt gerade mit euch zusammen austauschen. Wir laden mal kurz unsere Prospector, gehen hier in die Utilities. Wir bleiben natürlich bei unserem Helix One, tauschen aber das Search-Modul gegen ein Focus 3-Modul aus, um ein bisschen größere Fenster, eine größere Mining-Fenster, ein größeres Mining-Fenster zu bekommen. Das wollte ich sagen. Und wir verlieren zwar 5% Laserpower, das ist natürlich bei unserem Helix One kraftbar. Die ganz dicken Brocken, wir sind jetzt nicht auf Rekordjagd heute, aber wir können auf jeden Fall entspannter abbauen. Soweit der Plan. So, das haben wir jetzt eingebaut. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mehr zu beachten. Ich hatte noch irgendwo ein Multitool rumliegen, das wollte ich mir noch anstecken. Doppelklick will heute mal nicht. Zack. Und ich wollte natürlich uns noch ein Gadget mitnehmen. Und zwar hätte ich gern mal Optimax ausprobiert. Und wir legen uns noch ein Sebir für vielleicht den einen oder anderen Quantaniumstein, den wir nicht aufkriegen, noch in unser Schiffchen. So. Dann müssen wir natürlich unsere Prospector auch holen, sonst können wir nicht losfliegen. Ich würde einfach sagen, bevor wir hier lange rumrätseln, wir sehen uns auf Celine wieder. Bis gleich. So, da sind wir über Celine. Wir gehen mal runter beim Security Post Kriska und schauen von dort aus mal weiter. Ich hoffe, wir bleiben hier auf der schönen Seite, auf der Sonnenseite von Celine. Ich glaube ja in dem Fall schon. Und dann drückt die Daumen, dass wir ein paar schöne Quantaniumsteinchen finden. Ich nehme euch mal mit bei der Suche nach dem ersten. Wenn wir das einmal gemacht haben, sehen wir uns dann wieder, wenn wir den dicken Quantstein gefunden haben oder irgendwas ähnlich Wertiges für unsere Tour heute. Ziel ist es natürlich, so viel Cash wie möglich zu machen. Wir schauen also nicht nach irgendwelchen Billo-Erzen. Wir gucken mal, was wir bekommen können. Ich habe die Hoffnung, dass wir was Gutes finden. Der Server ist relativ leer. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt hier nicht viele Miner unterwegs waren. Soweit, so gut. Wir gucken einfach mal, was passiert. Wir gehen erstmal runter und versuchen nicht zu zerschellen auf der Oberfläche. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da ist doch schon was. Da begrüßt uns gleich unser erster Spot. Also dann, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Drückt dem Commander Bocky die Daumen, dass wir gleich hier am Anfang was Schönes dabei haben. Ich bin gespannt, wie jetzt die Modulkombination funktioniert. Ich war bisher ja immer mit dem Search so ein bisschen auf Rekordjagd, was die Steingrößen anging für die Prospector. Jetzt ist es eher so ein, wir gucken mal, dass wir möglichst bequem große Steine brechen können. Bin da sehr gespannt. Da vorne, ein kleiner Patch, aber auch okay. Damit fangen wir einfach mal an. Ist auf jeden Fall die entspanntere Kombi so. Der ist schon gar nicht so schlecht, ne? Das Gold würde ich schon gerne mitnehmen. Mal gucken, ob wir den aufkriegen. 22.000 könnte zu viel sein ohne Search-Modul. Ich glaube, das ist die falsche Kombi dafür. Selbst mit Sibir sollten wir das nicht hinkriegen.
Nee, 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 nee. Schade. Aber gut, wir müssen einfach mit der Modulkombination zielen wir auf eher kleinere Steine ab, die dafür dann einfach zu brechen sind. Ich dachte schon, da wär schon das erste Quantenium gewesen. Der interessiert uns wahrscheinlich nicht hier, der Kleine. Nee. Und was ist mit dem hier? Nee. Dann fliegen wir einfach mal weiter. Hauen den Scanner an. Da geht's doch schon weiter. Ich habe übrigens den Christmas-Skin aus dem Weihnachtskalender drauf, ne? Der ist eigentlich ganz hübsch anzusehen. Ich mag dieses Blau-Metallic. Könnt ihr mal sagen, was ihr dazu meint? Ich zeig's gleich nochmal. Ich hatte nur Angst, dass ich jetzt abstürze hier im nächsten Moment. Steinchen? Steinchen, aber nur einer. Bisschen enttäuschend, aber wer weiß, vielleicht ist es der große Fund. Na, 15.000 wäre gut. Leider nur Aluminium. Alles klar, ich hole euch dazu, wenn irgendwas Spannendes dabei ist. Ne? Ich habe hier was Interessantes gefunden. 47% Gold. Ein krass kleines Fenster, aber wir probieren das trotzdem. Ich hoffe, wir kriegen ihn geknackt. Wir probieren das einfach mal, aber da hole ich euch dazu. Ne? Das würde sich lohnen. Fast 50% Gold. Das ist echt eine gute Nummer. Für eine Ladung. Oh, das kriegen wir hin, Leute. Schön. Schön. Aber ich muss mal ein bisschen Geduld mitbringen und vorsichtig agieren. Mit Modul, also mit Gadget wäre es wahrscheinlich noch einfacher, aber dann sparen wir uns das natürlich lieber. Und gucken wir mal, dass wir den hier entspannt brechen. Das sind fast 15 SCU Gold. Das lohnt sich. Das ist echt ein schönes Steinchen für die Prospector. Über 40% ist echt eine gute Quote. 47% Gold. Sehr, sehr lecker. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier, glaube ich, dass wir dann nicht über das Fenster sehr klein, ne? Ein bisschen vorsichtig da reingehen. Oh, vielleicht ein bisschen weniger, ne? Nicht gut. Lass mal kurz durchlaufen. Da den will ich natürlich nicht verlieren. Ne? Da möchte ich nicht, dass das verloren geht. Die Instabilität ist halt krass, ne? Die Instabilität ist krass. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. War gut gegangen. Wir gucken mal, wie weit wir runtergehen können, dass wir... Das gibt's ja nicht. Das könnte jetzt schief gehen. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Das war knapp. Noch weiter runter mit der Laser Power. Dass wir da wirklich ganz behutsam reingehen ins Charge Window. Ja, jetzt sind wir so in der Region, wo ich glaube ich gut dabei bin. Da müssen wir jetzt genau ganz sanft agieren. Da seht ihr, da kommt die Instabilität zu tragen. Die ist halt bei fast 60. Das ist wirklich nicht ganz ohne. Vor allen Dingen bei so einem kleinen Charge-Window.
gehen mal ganz behutsam wieder ran. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen hier. Aber bei so einem Stein mit über 47%, das will man natürlich nicht abgeben, ne? Das will man genauso mitnehmen. Müssen wir rein. Sind, glaube ich, bei einem guten Verhältnis gerade. Ja, so sieht's gut aus. Jetzt verlieren wir wieder ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Bisschen, aber nicht viel. Oh. Gucken wir mal. Das sollte sich gelohnt haben. Ein bisschen haben wir vielleicht verloren, aber nicht viel. Es war ganz, ganz wenig Overcharge. Da 78% Gold, die nehmen wir schon mal mit, die 4 SCU. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt der Prospector von uns. Den würde ich vielleicht da lassen. 7% Gold, der Rest nur Inert Materials. Sehr schön, 47% nehmen wir mit. Ein bisschen Aluminium haben wir natürlich dabei, aber gut, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz dran vorbei. Oh ja, 71% Gold. Der ist toll. Da hätte man vielleicht mit dem Optimax-Gadget noch ein bisschen mehr rausholen können jetzt aus dem Steinchen, aber ist auch okay so. Den nehmen wir auch mit, über 50%. Dann sind wir schon fast voll mit einem Stein, ne? Da sind wir schon fast voll. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ist da drunter vielleicht noch ein Stückchen? Nee, ne, oder? Das ist nur noch der, aber der ist... Da nehmen wir eigentlich nur Quatsch mit, ne? Nee, da scannen wir lieber nochmal und gucken mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen Quantanium oder so einsacken können irgendwo. Nehmen wir mal den da, nur 6 Kilometer. Sehr cool. Ich hatte gerade ein bisschen Angst beim Overcharge, weil wir so nah dran waren, dass wir uns vielleicht ein Modul abhauen. Aber sind alle dran geblieben. Ist nochmal gut gegangen. Wir haben jetzt noch knapp 7 SCU Platz. Ein bisschen weniger. Wenn wir jetzt 4 SCU Quant finden oder 5, das wäre doch eine gute Sache. So, wen haben wir denn hier? Und Bexelite auch keine schlechte Sache und easy zu knacken für uns. Bei der geringen Masse. Gold und Bexelite wäre auch eine gute Kombi, um jetzt damit nach Hause zu fliegen. Den würde ich nehmen jetzt. Aber hier der auch. Na, den kann man einfach so scoopen. Oh, das ist ein Molsteinchen. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Ganz schön viel Gold. Der ist natürlich lecker. 60.000er, da braucht man schon mal eine vollbesetzte Maul. Na,
Ja, dann nehmen wir das Bexelite hier vorne mit. Ist doch gut. Den da. Den kleinen. Bisschen vorsichtig sein hier mit der Power, glaube ich. Ja. Da sind wir halt mit unserem Laser ganz schön dick im Geschäft. Ich glaube, da reguliere ich mal über die Entfernung mit dem Schiff. Es funktioniert immer sehr gut. Man hat ja immer noch mehrere Regelmöglichkeiten. Einmal das Rad an sich und dann natürlich nochmal das eigene Schiff mit der Distanz vom Laser. Ob man im optimalen Abstand bleibt oder näher rangeht. Ah, das reicht schon. Schönes Fenster für uns. Ganz entspannt. Ja. Und jetzt gucken wir einfach nach einem schönen Backslide-Stein, hoffen, dass er gut gebrochen ist. Und dann sind wir eigentlich auch schon voll. 10% zum Beispiel wäre da für mich jetzt nichts. Schon eher. Vielleicht ist noch was Gutes dabei. Der ein oder andere weiß es vielleicht noch nicht, aber wenn man die Steinchen scannt, ne, ihr seht diesen Rahmen, der ist einmal leuchtend grau und wenn man das Ding gescannt hat, wie jetzt zum Beispiel, dann ist der nicht mehr so leuchtend grau, sondern eher so matt. Daran kann man gut erkennen, welche Bruchstücke man schon gescannt hat oder eben nicht. Der ist doch gut. Ich glaube, dann sind wir auch schon voll. Ah, 3 SCO Bexelite, was ist mit dem hier? So, 3,5. Gut. Alles klar, wir sehen uns in der Raffinerie wieder. Bis gleich. Willkommen in der Raffinerie auf Crusader L1. Ich nehme euch schon mal mit, in der Hoffnung, dass die Raffinerie auch funktioniert und nicht verbuggt ist. Wir werden gleich sehen. Ansonsten muss ich erstmal Server-Hopping machen, bis wir... Hallo, Arbeitsmoral beibehalten, bitte. Müssen wir erstmal Server-Hoppen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich wollte zumindest mit euch mal schauen, was denn der Rohverkauf bringen würde. Ist natürlich buggy, hätte mich auch gewundert, wenn nicht, wenn das jetzt mal klappen würde. Wir gucken mal trotzdem in den Direktverkauf, damit wir das schon mal wissen. Oh, das hat sich gelohnt. 54.000 ist keine schlechte Runde mit einer Prospector. Wir verkaufen das natürlich nicht direkt. Wir wollen es natürlich aufbereiten. Dann wird es mehr. Deshalb sehen wir uns gleich wieder. Willkommen in der Raffinerie. Es ist nicht, wie ihr denkt, ne, dass das dieselbe Aufnahmesession ist. Nein. Es ist ein neuer Tag. Und ich habe mich eingeloggt und habe es nochmal probiert, weil nach 8-mal Serverwechseln ich immer wieder nur verbuggte Raffinerien hatte. Aber jetzt. Setup Work Order. Endlich. Für unser Bexelite und unser Gold. Sehr schön. Und wir wollen natürlich... Get Water. War das deine Salvation? War genau das, was ich wollte, oder? Das war das längste. Genau. Okay. Okay, damit komme ich klar. Zack. Das läuft... Und wir können los. Mann, war das ein Ritt. Es wäre schön, wenn diese Geschichte... Verdammt. Wenn diese Geschichte gefixt werden würde. Ah, hier hat es funktioniert. Da freut sich jemand auch genauso wie ich. Gut, dann legen wir los. Wir gehen zurück nach Celine und schnappen uns ein bisschen Quantanium. Bis gleich. Und wir trudeln wieder bei Celine ein. Wir suchen uns mal schnell eine schöne Stelle. Wie rum dreht sich's? Probieren es mal hier. Ah, das ist natürlich ein gefährlicher Ort, vielleicht da nicht. Da fliegen viele Leute hin, um zu looten. Nehmen wir lieber diesen Aid Shelter, da habe ich wenig Bedenken, dass uns da jetzt beim Anflug jemand begegnet. Aber der liegt auf der Rückseite, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Da gucken wir mal, vielleicht brechen wir das ab zwischendurch. Hallo, how can
Genau. Und fliegen hier runter, Richtung Sonne natürlich. Immer ein schöner Moment, hier auf die Mondoberfläche zuzufliegen. Wir sind natürlich jetzt noch viel zu weit oben. Aber wir können trotzdem den ersten Puls schon mal raushauen. Und wir versuchen mal, da in die Richtung von diesen Bergkuppen zu gehen. Und vor allen Dingen... ein bisschen gegenzusteuern. Nicht, dass wir hier gleich zu schnell unterwegs sind. Oh, da ist schon was. Fangen wir doch hier gleich an, oder? Fangen wir hier gleich an. Bin gespannt, wie sich das verändern wird im Verbrauch von Treibstoff und so weiter, wenn tatsächlich die so VTOL-Modes und sowas dann relevant werden. Aktuell ist die Mole ja einer von den Schiffen, wo man das wirklich deutlich merkt. Und ich nehme auch an, dass ja die Preise für Sprit und so weiter enorm steigen werden. Oder zumindest mehr, was so die Unterhaltskosten der Schiffe einfach auch erhöht. Umso größer, umso mehr natürlich. Dann gucken wir mal rein und hoffen, dass wir jetzt noch für einen Abschluss dieser wunderschönen Folge mit euch einen schönen Quantaniumstein finden. Machen wir noch zusammen und dann nehme ich euch mit rein, wenn ich einen gefunden habe. Vielleicht haben wir ja hier auch in der ersten Gruppe gleich einen. Man weiß ja nie. Der ist lila, der ist wahrscheinlich mini klein. Trotzdem mal durchscannen. Terranite zum Mitnehmen. Gerade wenn man anfängt, kann man auch einfach die Lilan einfach einsammeln. Dahinter war ja gleich noch einer. Gleich machen wir da, genau. Hier gleich um die Ecke. 20.000 ist nicht so einfach zu brechen hier mit. Aber ist auch nur Laranite drin. Nicht interessant für uns. Und der ist lila. Alles klar, dann sehen wir uns, wenn ich was Schönes für uns gefunden habe. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit einem kleinen Block, aber immerhin einem Block. Und ihr seht, ich habe zwischendurch schon irgendwie mal so einen kleinen Brocken aufgescoopt. Das war aber nicht der Rede wert. Der lag einfach violett auf dem Boden und ich konnte ihn einfach so einsammeln. Aber es waren einfach mal 4 SCU Quantanium, so nebenbei. Und jetzt wollte ich, bevor wir den dort gleich angehen, der wird schnell kaputt gehen, mal schauen, ob wir hier vielleicht noch einen größeren dabei haben oder noch einen kleineren. Oder was wir nebenbei noch mitnehmen können. Das Bexelite zum Beispiel könnten wir einfach noch nebenbei mitnehmen, was da rumlag. Schön. Der ist jetzt nicht besonders mächtig, der jetzt hier noch da ist. Scannen wir den mal nochmal. Nichtsdestotrotz ist da ein bisschen Quantanium drin. Das ist auch noch hier so ein lilanes Bruchstück. Gucken wir uns das trotzdem an. Weil dann sammeln wir die einfach noch ein, um den Rest des Laderaums vielleicht noch zu füllen. Gold, na klar. So. Also, wo ist jetzt hier das Stückchen? Da war's. Und jetzt dachte ich, nee. Hallo? Der da? Genau. Das sind jetzt 40% und jetzt habe ich ja dieses coole Gadget dabei. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass unser Laderaum möglichst effizient genutzt wird. Das ist jetzt nicht der wahnsinnige Quantaniumstein, den wir hier haben. Sind wir gut gelandet? Ja, das ist für mich in Ordnung. Hauptsache, wir können wieder einsteigen. Ihr seht, das hier ist diese Lackierung, die es im Christmas-Kalender gab. Ich finde die ganz schnieke. Für die Prospector. So, wir machen mal kurz Triebwerke aus, steigen aus. Und ich habe das Optimax-Gadget dabei, was dafür sorgt, dass die Erzverteilung besser ist, in der Hoffnung, dass es einfach 100% Quantanium-Teil gibt, was wir aufscoopen können. Und dann haben wir noch ein bisschen Restplatz. Ist das jetzt an meinem Rucksack dran? Genau, da ist es dran. Das nehmen wir jetzt mit.
ein bisschen beeilen, denn der Timer läuft ja schon eine Weile. Helm haben wir auf. Na, wir wissen ja, unser Commander, der mag es auch mal ohne Helm auszusteigen. So, und das hier ist unser Stein. Jetzt nehmen wir unser Optimax Gadget in die Hand. Der Optimax. Und basteln den hier möglichst unten dran, damit er jetzt nicht kaputt geht. Da. Schwupp. Blapp. Und der ist sogar richtig rum. Sehr angenehm. Und dann stellen wir dich mal ein. Oh, 92%. Der war schon top. Ausreichend zumindest. 95, perfekt. 97. Das ist für mich okay hier. Zack. So, das ist dran. Und das Optimax sorgt dafür, dass diese Erzverteilung besser ist, wenn der Stein zerbricht. Und gleichzeitig noch ein bisschen besseres Charge-Window. Was jetzt bei dem kleinen Stein in Ordnung ist. Aber bei, das kann schon mal relevant sein, dass man noch ein paar Prozente mehr hat, um den Stein da entsprechend zu brechen. Und sich nicht so abmühen muss. Und wir müssen, glaube ich, jetzt mit unserem Laser bei diesem Stein relativ weit weg. Der ist nämlich ziemlich klein von der Masse her. Da habe ich ein bisschen Angst, dass der uns gleich explodiert, wenn wir da loslegen. So. Da ist das gute Stück. 15, also 16 knapp SCU. Davon fast 41% Quantanium. Im besten Fall bricht uns der in einer schönen Art und Weise. Und ihr seht, das Fenster ist sehr klein. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier machen. Aber mit Entfernung können wir da gut... Ihr seht, Instability ist auch ein Thema. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Das Fenster ist auch echt enorm klein. Krass. Jetzt versuchen wir uns da ganz, ganz vorsichtig ranzuarbeiten. Ihr seht, ich bin da auf ziemlich weiten Abstand und gleichzeitig hier ein bisschen auf 30% Power. Aber es geht aufwärts. Einfach mit dem Versuch, wenn der uns da reinsprengt, dass wir da dementsprechend reagieren können. Ja, 25% sind zu wenig. Wir müssen schon so auf 27%. Oder wir dirigieren halt dann noch mit der Entfernung. Mal das Licht ausmachen, da sieht man unser Fenster besser. Oh, da geht's nämlich schon los. Das habe ich mir nämlich gedacht. Bisschen noch auf Entfernung gehen. Jetzt gehen wir runter. Gespannt, wie wir das hinkriegen. Das ist schon ein echt kleines Fenster. Ihr seht, durch die Instabilität ist da immer mal ein Sprung drin in der, im Charging. Aber jetzt geht's los. Ja, sehr schön. Gut. Ach cool, das ist richtig gut gelaufen. Nicht übercharged. Und jetzt bin ich gespannt hier, wie die Scans aussehen.
Ah, 73%. Ihr seht, das ist ein sehr hoher Prozentanteil. Aber wir müssen dann auch nach Hause. Ist okay. 10 Minuten kriegen wir noch hin. 62% Quantanium. Das funktioniert echt gut. Ja, trotzdem viel Mist dabei. Und das Gadget liegt da rum. Das könnten wir einsammeln. Mal gucken, wie schnell wir das jetzt hier alles eingesammelt bekommen. Aber die Heimat ruft. Den nehmen wir natürlich nicht mit. Ja, Grube fahren. Wir können jetzt auch einfach alles einsammeln, weil wir fliegen sowieso zurück. Aber ich wollte unbedingt dieses Gadget ausprobieren. Und ich bin da eigentlich ein Fan von, muss ich sagen. Das funktioniert echt gut. Gerade bei größeren Steinen ist es natürlich noch viel relevanter. Und jetzt haben wir schon 8 SCU Quantanium. Das ist schön. Das finde ich. Oh, 9 sogar. Und wir nehmen jetzt den Rest. Ist nur Aluminium, ne? Aber es ist egal. Wenn man jetzt noch mehr Zeit hätte, könnte man das hier liegen. Stopp. Wir können jetzt erstmal unser Gadget einsammeln. Und dann nehmen wir noch das Baxelite von der Seite mit. So. Steigen kurz aus. Wir müssen natürlich flinke Füße machen. Aber das Gadget kann man wieder einsammeln. Das ist eigentlich der Punkt, den ich euch mitgeben wollte. Ihr habt gesehen, das liegt daneben rum und dann kann man es wieder benutzen. Denn die Dinger sind ja doch ein bisschen teuer. Und dann müssen wir einfach jetzt hier ran und zack, equip. So. Und dann zurück ins Schiff und schnell nach Hause. Vielleicht noch das Baxelite, was hier rumliegt, einsammeln. Scoop, scoop, scoop. Und dann sollte das jetzt in unserem Rucksack sein, hoffe ich. Gucken kurz. Wir gucken kurz. Na, wo sind wir denn hier gelandet mit der Kamera? Ja, da ist unser Optimax. Perfekt. Ist wieder dran. Das heißt, da haben wir schon mal ein bisschen Geld gespart. Sind jetzt auch nicht billig, die Dinger. Und jetzt müssen wir wirklich nach Hause. 9 Minuten. Aber ich bin immer noch ein bisschen entspannt. So. Wir bleiben mal im Scoop-Modus. Wo sind denn hier die anderen Steinchen hin? Da war doch noch... Da waren doch noch gerade welche Scoop-Bill. Werden gar nicht mehr angezeigt. Seltsam. Hier war unser Stein. Da ist was. Das ist der, den wir gebrochen haben. Und da ist das, was ich noch einsammeln wollte. 28% Baxelite. Mitnehmen, einfach so, immer gut. Zack. Und hier irgendwo drüben. Was ist das hier? Hier war auch noch irgendwo ein kleines Stück, aber ist jetzt auch nicht so relevant. Komm, wir hauen lieber ab, bevor uns hier die Bude unterm Hintern explodiert. Geht's jetzt nach Hause. Wenn jetzt irgendwas nicht funktionieren sollte, dann hole ich euch natürlich dazu. Wenn wir explodieren, dann explodieren wir zusammen, will ich damit sagen. Ist schon dunkel geworden hier, Bernd, und wir da unterwegs waren. Dann geben wir mal Gas. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber immer noch genug, glaube ich. Immer noch genug. Auf zu Crusader L1. Aber finde ich gut zu wissen, das war jetzt natürlich, dadurch, dass wir so wenig Zeit hatten, gar nicht mehr so relevant, dass wir sauber scoopen. Aber ihr habt gesehen, es gibt quasi dann mehr Bestandteile, wo 100% Aluminium drin war. Die anderen Bruchstücke hatten einfach einen wesentlich höheren Quantanium-Anteil. Und wenn man effektiv Bergbau betreiben will, ist das natürlich Gold wert.
Zum Beispiel kann man es auch einsetzen, wenn man andere Sachen, jetzt nicht Quantanium abbaut, vielleicht Gold, indem man einfach nur noch Gold scoopen kann, das natürlich am Ende viel rentabler oder zumindest einen maximalen Prozentsatz. Das finde ich nicht schlecht und das Fenster ist natürlich auch optimal. Ich hole euch dazu, wenn wir ankommen. Ne? Das überbrücken wir mal. Und da trudelt mir gerade ein auf der Ambitious Dream Station. Ich hole euch mal dazu, weil es ja doch ganz spannend. Die Zeit ist immer noch okay, ne? Wenn wir hier drauf gucken. 5 Minuten haben wir noch, um anzudocken, unser Schiff zu storen. Ist jetzt nicht so ohne, man muss sich schon ein bisschen beeilen. Aber ich bin immer noch guter Dinge, dass wir das schaffen. Dadurch, dass ich diesen kleinen Stein unterwegs gescoopt habe, haben wir natürlich einfach 10 Minuten noch verloren auf der Suche nach dem nächsten. Aber schön, dass es noch geklappt hat. So. Ich will die Zeit gar nicht sehen. Komm, wir beeilen uns halt. So. Möglichst flink andocken und unser Schiff einstoren. Das ist jetzt das oberste Gebot. Wenn wir explodieren, explodieren wir zusammen. Die Zeit ist knapp. Es piept auch so schön, um einen zu beruhigen beim Landeanflug, ne? Super. Macht einen überhaupt nicht nervös. Mm-mm. Wenn ihr gestort habt, ist alles okay. Bis zum Terminal müsst ihr auf jeden Fall flinke Füße machen. Bei Quantanium im Laderaum. Sehr schöne Landung von unserem Commander hier. Und dann raus hier. Flinke Füße. Dass er dann immer mit voller Ruhe aufsteht. Ja, ja, ja. Und dann rückwärts rausspringen, um Zeit zu sparen. Zack. Go, go, go. Lobby, Lobby, Lobby. Zu, zu, zu. Bin schon ein bisschen nervös. Machen wir hier zusammen. Machen wir zusammen. Oje, oje. Go, go, go. Terminals? Ah ja, da seid ihr ja. Hallo? Welcome to the ASOT Vehicle Retrieval System. Alles gut. Quantanium gesichert. Dann gehen wir jetzt noch zusammen ganz entspannt runter. Ihr seht, unser Commander hat auch ein bisschen Durst. Und wir schauen mal zusammen in den Direktverkauf einfach fürs Quantanium. Wir wissen ja, unsere vorhergehende Ladung Gold und Bexelite hat so 54.000 gebracht. Wir sind jetzt gar nicht so voll. Wir haben ein bisschen Bexelite, aber unsere Hauptladung ist natürlich das Quantanium. Da möchte ich jetzt gerne noch nachschauen, was es zumindest im Direktverkauf bringt. Dann kann man schon mal abschätzen, wie gut der Verdienst am Ende sein wird. Quantanium ist immer noch eine Menge wert. Gerade nach dem Mining Rework ist es natürlich einfach viel, viel seltener vorhanden. Vorher ist man halt nach Lyria geflogen und hat halt Quantanium abgebaut, ne? Wer der Mining gemacht hat, der kennt das vielleicht noch. Das ist halt nicht mehr so einfach. Und ich glaube, dass es am Ende doch rentabler ist, einfach mehrere Flüge mit Gold und Wechselite und den ganzen guten Materialien zu machen, als jetzt, wie ich jetzt heute, dann wirklich eine längere Zeit für so einen Quantstein zu suchen. So, wir gucken erstmal hier rein. Die Prospector, bitte. Ah, ihr seht, das Doppelte. Und wir waren nicht voll. Das Doppelte, 99.000 alleine durchs Quantanium. Das lohnt sich natürlich dann raffineriert noch viel, viel mehr. Beginnen. Genau, das ist unsere letzte Ladung hier. Und dann machen wir mal eine Workloader. Wir brauchen Quantanium auf jeden Fall, das Bexelite nehmen wir mit. Und den Rest nicht. Und wir hätten natürlich gern unsere Solventation. Das war schon die, ne? Ich bin immer ein bisschen verwirrt wegen diesen komischen Namen. Das ist das Schnelle. Das ist auch schnell. Wir können ja nochmal gemeinsam durchgucken. Genau, das passt schon. Das hier war meine Quote.
24 Stunden. Let's go. Zack. Quantanium ist dabei. Wechselleiter auch. Super. Alles klar. Und jetzt hat sich's verbuggt. Wahrscheinlich. Nee. Ah, sehr gut. Dann kann ich nämlich noch eine Runde drehen. So, dann ist die Zeit auch schon fortgeschritten. Deswegen, huch. Deswegen bedanken der Commander Bocky und ich uns bei euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Abenteuer vom Commander gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr Anregungen habt, was unser Commander mal unternehmen sollte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und ansonsten schaut gerne auf Twitch vorbei. Da streamen wir meistens am Mittwochmorgen oder am Sonntagabend. Bis dahin, tschüssi.